Hier ist wieder Lena aus dem Haus der Jugend und auch jetzt seht ihr vielleicht, wir sind nicht im Haus der Jugend, sondern wir sind am Haus der Jugend. Und zwar machen wir die Wandsitz-Challenge. Die BSF, die Bürgerinitiative für soziale Fragen, hat uns herausgefordert. Ich sag mal kurz die Regeln nochmal für alle, die kommen nämlich auch von der BSF. Die Hände dürfen nicht auf die Beine aufgestützt werden. Sie dürfen so gehalten werden oder auch locker runterhängen. Auch nicht an die Wand. Ich finde es jetzt schon anstrengend. Ich weiß nicht, wie wir... Ja, das wird ein Spaß. genau. Die Beine müssen im rechten Winkel sein. Ich glaube, das war es auch schon an Regeln. Hier, meine KollegInnen sind am Start. Das ist die Ulrike, die Annalena, der Matze und der Olli. Und unser Anspruch ist, dass eine oder einer von uns schafft, die Zeit von der BSF zu toppen. Aber meine Beine zittern jetzt schon. Ich werde es vielleicht nicht sein. Die Frieda Hansdotter, ich habe gestern mal recherchiert, die hat das 26 Minuten geschafft. Wer? Frieda Hansdotter. Was ist, wenn man einen Krampf kriegt? Ich kriege gleich einen Krampf. Darf man ein Bein heben? Schon. Hä? Ich krieg auch nicht einen Krampf. Ich bin nicht warm. Ich auch nicht. Wir haben uns nicht warm gemacht. Kein Wunder. Mal die Zeit durch. Ich kann gleich nicht mehr. Erst 1,44. Ich fordere übrigens die Janine vom BSJ heraus. Die muss als nächstes. Nein! Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr! Geht doch 45 Sekunden, wir machen die 6 Minuten voll. Lena, komm, Lena! Lena! Die gehen jetzt. Komm, ich nehme das Handy ab, ich sag dir's an. Zitter schön, konzentriert bleiben. Das sieht gut aus. Nee, ich kann nicht mehr. Doch, das geht wie doch. Noch? Das geht, ich sag dir es. Wie lange noch? Ich sag dir, wenn wir 10 haben. 10 Sekunden, sage ich dir. Ist nicht mehr lange, Lena. Wenn wir die haben. Wie viel haben wir?
Wir haben 5 Minuten und 50 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6 Minuten! Ja! Yeah!